Ich grüße die Leser der Schwabinger Seiten, freue mich immer über diesen Anzeiger und freue mich auch, dass Sie es jetzt auch zum Fernsehen gebracht haben. Naja, als Münchner ist man natürlich erstmal ungeheuer reizvoll, eine Stadt, die seine eigene Heimatstadt ist, an führender Spitze irgendwo mitzusteuern. Das ist schon eine sehr reizvolle Aufgabe und München ist eine tolle Stadt und ist für mich die tollste Stadt, die ich kenne. Und deswegen da ganz vorne zu stehen, wäre natürlich eine absolut reizvolle Aufgabe. Der aktuelle Status quo ist der gleiche wie vor einem Monat. Die Kandidaten sind aufgerufen, in die Ortsvereine zu gehen. Das mache ich sehr häufig. Ich habe noch 23 Termine vor mir. München hat 46 Ortsvereine der SPD. Das heißt, man hat was zu tun und das bin ich gerade dabei, das durchzumachen. Ich werde jeweils bei den Ortsvereinen die wichtigsten Dinge für mich, Wirtschaft, Finanzen und Soziales, vortragen. Einfach vortragen, wo ich die Zukunftsaufgaben der Stadt sehe. Und das versuche ich mit Kompetenz und hoffentlich Sympathie rüberzubringen. Also es gibt auf jeden Fall wichtige Aufgaben, egal wer OB wird. Solange er sozialdemokratisch ist, ist mir das auch recht. Wir haben ein Problem, denke ich, eine Zukunftsaufgabe, die wir lösen müssen, das ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das Thema bezahlbarer Wohnraum wird sich als die Zukunftsaufgabe für die nächsten 10 Jahre herausstellen. Wir haben als einzige Region in Deutschland einen nennenswerten Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern und die müssen irgendwo wohnen und da müssen wir dafür sorgen, dass da was passiert. Das bin ich jetzt in meiner aktuellen Aufgabe auch bereits dabei, mit der Wohnungswirtschaft zu besprechen. Sollte mich die Münchnerinnen und Münchner wirklich die SPD erstmal wählen und dann die Münchnerinnen und Münchner, dann sage ich mal, geht es ganz primär um Kontinuität. Christian Ude ist nicht umsonst 4-mal wiedergewählt worden. Ich denke, er hat diese Stadt hervorragend geleitet und die allermeisten Dinge kann man nur hoffen, dass er es weiter so hinkriegt, wie es er hinbekommen hat. Den ein oder anderen Unterschied wird es geben. Ich komme aus der Finanzbranche. Ich werde natürlich da auch noch mehr Schwerpunkte setzen, als er es vielleicht getan hat. Aber ich denke, insgesamt geht es darum, das erfolgreiche Erbe fortzusetzen.